sicher eine SD-Karte in Ihrem Smartphone, um mehr Speicher zur Verfügung zu haben. Das geht nicht nur mit einer SD-Karte, sondern auch zum Beispiel mit einem USB-Stick. Das Problem, dazu muss das Smartphone OTG-fähig sein. Das heißt, es muss mit dem USB-Stick kommunizieren können. Doch weil das nicht besonders viele Smartphones können und das trotzdem viele Leute gerne hätten, haben wir uns eine Lösung mit einem Raspberry Pi dafür entwickelt, daher auch unser Name RaspiG, wobei das G für das G von OTG steht. Ja, also der Raspberry Pi, für die, die das nicht wissen, das ist diese kleine Platine, es ist sozusagen der kleinste Computer, den man sich vorstellen kann. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir haben hier einen USB-Stick reingesteckt und der Raspberry Pi ist über einen zweiten USB-Anschluss mit dem Handy verbunden. Nun ist es so, dass Handys sich, sobald sie mit einem Computer verbunden sind, sagen sie dem Computer, okay, du darfst jetzt auf meine Daten zugreifen, kannst gucken, was da ist, darfst draufschreiben, darfst es lesen und alles. Und das nutzen wir jetzt, damit der Raspberry Pi sozusagen live, während es angeschlossen ist, die Daten vom USB-Stick über das USB-Kabel auf das Dateisystem vom Handy rüberbringt. Ja, da haben wir es nochmal schematisch dargestellt. Der Raspberry Pi liest den USB-Stick und sendet dann diese Daten ans Handy. Und dann haben wir wiederum eine App fürs Handy entwickelt, die diese Daten dann da wieder darstellt. Und das wird Pascal Ihnen erklären. Also unser Programm besteht aus zwei Teilen. Einmal dem Programm, was auf dem Raspberry läuft, was ich euch gleich noch zeigen werde in Aktion. Und einer App auf dem Handy, die mehr oder weniger ein sehr einfacher Datei-Explorer ist. Der Raspberry öffnet den USB-Stick, liest sozusagen alle Dateien und Ordner aus, geht, wenn Ordner da sind, in diese Ordner rein, macht wieder dasselbe, bis er eben alle Dateien und Ordner gefunden hat. Und ja, schreibt dieses Dateisystem sozusagen dann in eine Datei auf dem Handy. Diese Datei wird dann von der App ausgelesen, dargestellt, wie eben normaler Datei-Explorer. Und dann kann man sich eben die Dateien, die man haben möchte, auswählen und die kopieren. Ja, also Pascal wird jetzt einmal demonstrieren, wie das ist. Wir haben in dem Raspberry Pi hier einen kleinen Stick reingetan und da sind eben ein paar Dateien drauf und jetzt wird er live per Script das einmal zeigen, wie diese Dateien gefunden werden. Ja, das Ganze geht sehr schnell, also man sieht nur einmal kurz was über den Bildschirm flimmern. Hier oben sieht man eben, dass sämtliche Dateien und Ordner, die irgendwie auf diesem USB-Stick vorhanden sind. Und der Teil hier unten, ab dieser Leerzeile, ist dann eben die Datei, die daraus generiert wird, aufs Handy geschoben und dann von der App ausgelesen. Ja, und jetzt kommt noch ein weiterer Teil des Projektes. Und zwar ist es ja häufig so, dass Schulen und Bildungseinrichtungen nicht gerade sehr viel Geld für neue Medien zur Verfügung gestellt haben. Und da haben wir uns überlegt, was wäre besser, als wenn man dieses kleine Ding, was man ans Handy anschließt, gleich noch dazu verwenden könnte, als die Dinge, die man in der Schule braucht, also ein Präsentationsprogramm und alles, wenn man das über diesen Raspberry Pi aufs Handy bringen könnte. Und deshalb haben wir uns überlegt, dann basteln wir uns doch mal ein Betriebssystem zusammen auf dem Raspberry Pi, damit all das geht. Und dann ist jetzt der Plan, dass wir das darüber bringen. Ich werde einmal kurz zeigen, wie das aussieht. Okay, jetzt lädt's. Also wir haben uns hier einen kleinen Desktop zusammengebastelt, der sozusagen einen kleinen Dateimanager, eine Kommandozeile und Büroprogramme, also alles, was man in der Schule hat, braucht. Und das möchten wir jetzt eben über Protokolle wie Remote Desktop oder ähnliches
aufs Handy übertragen. Aber funktionieren tut das leider noch nicht. Also, das war unser Projekt.